desto einfacher geht der Sprung, desto gemütlicher ist er, desto feinfühliger ist man. Und Angriff ist für mich eigentlich das falsche Wort beim Skifliegen. Okay, dann wünschen wir Ihnen dafür aber alles Gute. Danke, Manuel Poppinger. Und weiter geht's wieder bei Michi und bei Andi. Und bei Noriaki. Noriaki Kasai, der Unglaubliche, der Unnachahmliche. Der Sir, das Phänomen, der Japaner, der Skiflieger. Schanzenrekord 240,5 Meter, zweiter Sprung auf der neuen Schanze. Andi, normalerweise müssen jetzt 39 Männer hier an der Schanze ihre Ski nehmen, hinwerfen und sagen, ich trete nicht mehr an, du bist mein Hero. Das gibt's ja nicht. Ah, Wahnsinn, der Noriaki. Aber er hat am linken Arm einen Trauerflug, was jetzt eigentlich erst sehe. Aber der Flug... ein Wahnsinn, wie der fliegt, das ist. Und schau, bleibt vorn und da sechst keine Linie, der weiß nicht, wie weit, schau, und da drückt es rein. Das ist ein Gummimandel nur mit 43 Jahren. Nix, da war nichts im Schnee. Keine Berührung, keine Berührung. Noten, der kriegt die gleichen Noten wie Simon Amann. Zwischen 16 und 16. Aber schau dir den Flug an, schau dir diesen Flug an. Sicher Glück mit dem Wind, aber das ist es. Der hat den Adler vorher zugeschaut. 1992 ist dieser Mensch Skiflugweltmeister geworden. Jahre. Vor dir in Harachow. Da war ein Viertel des Feldes nicht einmal noch auf der Welt. Die grüne Linie sagt da, tschüss, Servus, du interessierst mich nicht, du blöde grüne Linie. Es ist arg. Es ist, schaut, jetzt bin ich auf so, wo sind die Hüte? Ich möchte die Hauben sehen von den Köpfen. Zieht den Hut einmal, meine Herren, am Trainerturm. Das darf ja nicht wahr sein. Das ist...